Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum 5. Mafia 3 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit Folge Nummer 5. Vorgestern kam Folge Nummer 4, die war ja vorproduziert, als ich in Paris war. Alter, was geht denn hier ab, ey? Ja, Leute, wir haben das letzte Mal hier aufgehört, wo wir unseren Racheakt gestartet haben, denn dieser eine Typ, der, ich weiß den Namen nicht mehr, ich glaube Sal war sein Spitzname, San Mercado oder sowas, der hat einfach, ja, eine fette linke Aktion gemacht. Da muss man aufpassen, wirklich. Ihr müsst dieses Spiel einfach so wie ich mittendrin fühlen, Alter. Ihr müsst mittendrin dabei sein, anstatt nur Zuschauer, Leute. Ohne Witz, das ist zwar schwer zu verstehen für den einen oder anderen, aber man muss sich hier wirklich hineinversetzen und denken, wie würdet ihr handeln, wenn ihr jetzt Lincoln werdet? Was würdet ihr machen, wenn eure Freunde, eure Familie umgebracht wird? Wie würdet ihr handeln und sowas? Und das, dann versteht man das Spiel auch 10-mal geiler. Also so ist es bei mir mit jedem Spiel. Ich versuche mich da immer so gut es geht hineinzusetzen. Letztes Mal haben wir hier diesen Prostitutionsblock komplett auseinandergenommen. Wir sind ja auch gerade hier in diesem Lokal. Und genau, viele von euch meinten, ich soll immer da, wo jetzt zum Beispiel das grüne S ist, das Geld mit aufheben und dann auch öfter mal zum Tresor zurückbringen, weil das wird, wenn wir sterben sollten, verlieren wir das Geld oder überfallen werden oder sonst irgendwas. Deshalb sollen wir am besten alles aufheben, Waffen aufheben und. Und ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Also wenn ihr noch Tipps, Tricks, Verbesserungsvorschläge habt, alles in die Kommentare rein, Leute. Und ja, wir werden jetzt hier weitermachen mit der nächsten Mission. Ich drücke jetzt mal auf Pause. Hier leuchtet das auch schon direkt. Das ist nämlich hier der Weg allen Fleisches. Warte auf Donovan. Donovan hat in Erfahrung gebracht, wer den Heroinhandel im Hollow kontrolliert. Und wir müssen jetzt so Schritt für Schritt alles auseinandernehmen. Und das ist dann der Plan unserer Rache. Und das wird auf jeden Fall krass werden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt mal dahin. Fahren wir mal auch hin, Leute. Bis gleich, Mann. So, und da sind wir auch direkt angekommen, Leute. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Was? Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Das ist ja krass. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschweinen leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht zu fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Verwandte die First Baptist Church. Verwandte, okay. Woher man das sieht? Oh, das war damals ein Klassiker. Geschäfte abhören. Um Geschäfte zu verwanzen, brich Verteilerkasten auf, die du überall in der Stadt findest. Okay, Geschäfte zu verwanzen hilft Donovan, Sonderziele zu finden, Positionen von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren und dir unbekannte Gegner eine Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbosse anwerben. Okay, jetzt machen wir da nochmal direkt hier. Warte, oh fuck, jetzt beginnt das schon wieder hier. Warte, stopp. Und dann muss das genau da drin bleiben. Zack. Locker easy. So, Sicherungskasten haben wir geöffnet und jetzt müssen wir das verwanzen. Krass, dass es vorher schon früher solche Dinger gab, das wusste ich gar nicht. Durch Abhören erhältst du Positionen der Gegner auf der Minikarte, Sonderziele und Sammelobjekte. Es ermöglicht dir, zu jedem Geschäftsboss anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Sobald ein Stadtteil verwanzt ist, kannst du dort alle Gegner in Informationsansicht sehen, auch hinter Ecken oder Mauern. Um die derzeit verwanzten Geschäfte zu betrachten, erst das drücken, um den Stadtplan zu öffnen und dann LS. Okay. Um Abhörgeräte in Verteilerkästen einzubauen, brauchst du TL-49-Sicherungen. Sammle solche Sicherungen, die in ganz nur Bordeaux herumliegen. Alles klar, okay. Ich bin gerade begeistert davon. Der und Trigger waren sternhagelvoll. Jetzt muss der Georgie erklären, wie sein Mann das zugelassen hat. So eine Scheiße. Okay, also wir machen jetzt mal diese Ansicht hier. Warte, ich zeige euch mal. Wir drücken das hier. Elendes Mistwetter. Zack, und dann den linken Stick. Ja, hier ist aber keine. Jetzt sind, glaube ich, auf dem Friedhof oder auf so einem Platz, wo man Sachen... Nein, das ist wirklich ein Friedhof, Alter. Ey, da will ich direkt raus, Mann. Ohne Spaß, Mann. Du hast kein Spiel nicht... Das guck ich mir nicht gerne an, Alter.
Ohne Witz. Direkt raus hier, Leute. So, wenn wir jetzt hier weitere Aufgaben befragen, Charlies Dealer, verbleibender Schaden 20.000. Das weiß ich, was das genau bedeutet, dieser verbleibende Schaden da. Aber wir, haben wir ja schon jetzt mitbekommen, Leute, müssen halt versuchen, hier Informationen von den ganzen Leuten rauszuholen und verhöre Informanten, um Informationen über illegale Geschäfte und ihren Bossen zu erhalten. Damit ein Informant ausspuckt, was er weiß, isoliere ihn vom Rest seiner Crew oder jage ihn zu seinem Auto und fahre wie ein Verrückter. Nachdem du eine Information Informanten verhört hast, kannst du ihn entweder töten, um etwas Geld zu verdienen, oder ihn anwerben, was den Wert des Geschäfts erhöht, sobald du es übernommen hast. Digga, wissen wir hier jetzt das Sagen hat? Ein Klar, Marcano. Vergiss es. Nicht in einer Million Jahre, die Warte, wir müssen diesen einen Pisser umbringen. Duck dich. Mit Richies Plänen und dem Drogengeld wird Dixie nächstes Jahr diese Stadt kontrollieren. Erstmal packen wir uns den hier. Zack. So, und jetzt hier. Informanten befragen. Komm her. Komm her, hä? Was? Hä? Befrag ihn doch, hallo. Ich muss ihn befragen. Oha. Zack. So, jetzt befrag ihn. Ja, jetzt. Ah, das musst du mit dem B machen hier. Ah, gedrückt halten. Halt gedrückt. So, und jetzt hab ich dich, mein Freund. Hä? Dann bin ich von der anderen Seite vor. Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Töten, $500 sofort, anwerben, $1,000 zum Geschäft. Wir brauchen erst noch ein bisschen Geld, deshalb töten wir ihn sofort, den Pisser. Gott, Motherfucker. Fuck, Alter! Was hat er da gemacht Gott mit dem? Verdammt! Guck mal, der andere kriegt richtigen Schock. Komm her. Bam, Junge! So, jetzt machen wir ein bisschen hier. Ein bisschen Randale oder was? So. Sind überhaupt noch Gegner irgendwo? Oha. Mich einfach nicht genug ran. Bam, Junge, den wollte ich aber wirklich mal in die Fresse ballern, ey, dem Vogel. So, jetzt müssen wir hier. Zerstöre Charles Heroin. Das ist unsere nächste Aufgabe. Also, letztes Mal war es mit den Nuttengeschäften. Jetzt sind die Heroingeschäfte dran. Und dieser San Mercado, der wird irgendwann merken, scheiße, hier stimmt irgendwas nicht, meine ganzen Geschäfte gehen kaputt. Und dann kann er das alles seinem besten Freund Lincoln verdanken, Alter. Weil das, was der abgezogen hat, Leute, das wird eine fette Rache geben, Alter. Ohne Witz, ich bin da richtig drin, ich fühle das, Alter. Ohne Witz. So, jetzt fahren wir dahin, Leute, bis gleich. Okay, Leute, wir sind da. Ach du Scheiße, das scheint hier alles ganz gut bewacht zu sein. Wir gucken uns das Ganze mal jetzt hier so an. Okay, da ist auf jeden Fall ein Wachposten. Wir müssen aber dieses alles da zerstören. Aber wir müssen uns erstmal den hier schnappen. Wie gehen wir am besten vor? Der chillt einfach an der Ecke seine Eier. Also verdeckte Annäherung. Durch eine verdeckte Annäherung kannst du dich umgesehen an Gegnern vorbeischleichen, bevor du dich in einen Kampf stürzt. Benutze die Informationsansicht, um Gegner und uninteressante Stellen auszuspähen. Ach so. Okay. Ja. Aber egal, Mann. Wir können ihn auch einfach umbringen. Wir können ja auch wieder pfeifen, Leute, Alter. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben letztes Mal dieses Pfeifen gemacht. Oha, der sieht mich. Wir müssen aufpassen. Und jetzt macht er seine Zigarette aus. Zack, und dann packe ich mir den. Zack, hier. So, ich würde sagen, aber den können wir jetzt mitnehmen. Bevor er noch jemand hier entdeckt, dann gehen wir mal schön hier in diese Garage rein und verstecken ihn einfach mal hier um die Ecke. Weil das ist auch wichtig, weil nicht, dass die anderen hier rumpatrouillieren und dann auf einmal sehen, ey, wer liegt denn hier tot? Ah, hier war eine Waffe, Leute. So, die nehmen wir jetzt mal direkt mit. Sieht aus wie die Thompson aus Call of Duty, aus dem World at War. Kennt ihr die Waffe noch? Das waren Zeiten, ne? So, da kann man... Boah, guckt euch mal diese Sicherungsweste an, Alter. Pack ich mir auf jeden Fall. Schussweste. Das ist wie diese Weste aus GTA, Leute. So, überall schön das Geld mitnehmen. Und jetzt gehen wir mal langsam vor. So, gehen wir in Deckung hier. Also, wir müssen da auf jeden Fall rein. Hier, der kriegt am besten einen Headshot. Nee. Oha. Wie haben die mich... Penner reiß ich die Eingeweide raus. Was, haben die mich gesehen? Okay, suchen wir woanders weiter. Oha, nein. Ah, scheiße, Mann, sei ich verkackt mit der Deckung. Egal. Ich bin das Schlimmste, was dir heute begegnet. Du bist das Schlimmste, was mir heute begegnet. Was schlabert ihr da? Also hier, hab ich dich. Richtig. Oha, das ist schon krass, Mann, Alter. Die treffen einen einmal und Rex passt das ganze Leben weg hier. Scheiße, ich muss nachladen. Egal, also jetzt komm, jetzt rasieren wir die. Bam. Boah, das schießt und so ist so anders als bei GTA und. Aber es ist trotzdem geil gemacht, Mann. Da mach ich Bock. So, ganz ruhig. Wir müssen diese scheiß Heroinfabrik zerstören. Nichts von ihm übrig. Oh nein. Der darf nicht zum Telefon kommen. Oh nein. Fuck. Der darf... Oh nein, jetzt geht er zum Telefon und ruft Verstärkung, Alter. Oh nein. Alter, die sind überall, Mann. Aber das finde ich geil, Mann, dass die Missionen nicht so einfach sind. Dass man hier wirklich alles beim ersten Versuch teilweise schafft. Manchmal stirbt man auch einfach. Oh nein, Verstärkung.
Fuck, Verstärkung ist angekommen, Alter. Sift das, Leute. Jetzt geht's ab. Ja, wie sollen wir das schaffen, Leute? Egal. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht schaffen wir das wieder beim letzten Mal. Eieieiei. Oh nein. Zack, hab ich. Oha, wir sind tot. Wo kam der Schuss her? Krank, Mann, Alter. Neuer Versuch, Leute. Neuer Versuch, Mann. So, Leute. Versuch Nummer 2. Diesmal werden wir von einer anderen Seite... Oh nein. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Guck mal, der Schwabbeltitten. Hallöchen. Bam. Oh, Junge, Alter. Hat er den gebumst, ey. Fuck, Mann. Aber ich zeige euch wirklich jeden Versuch, Mann. Das ist echt geil, Mann. Also ich liebe das manchmal, wenn etwas schwerer ist als geplant. Ich muss ja erstmal richtig in das Spiel reinkommen, Mann. Das ist so anders, die Steuerung und alles. Du weißt doch von Bobbys Fluch. Von was? Guck mal, wo wir sind. Der Junge war doch ein Idiot. Ey, Leute, wir waren vorhin da hinten und sind da rübergekommen. Und jetzt bin ich einfach durch den Hintereingang reingekommen. Da sind wir schon viel, viel näher. Aber wir können trotzdem nicht. Aber wir können hier lang eventuell. Warte. Ganz ruhig. Rüber, 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 rüber. Und warum hat er sich erschossen? Hör zu. Fuck, Alter. Bleib in Deckung. Ruhig, ruhig. Pack dir den. Sauber. Diese gottverdammten Heiden. Und ihren Teufelsanbetungsquatsch. Sind hier noch irgendwo jemand? Da, da, da. Guck mal, da sind alles Gegner. Da sind überall welche. Feindliche Zone. Oh, diese Musik ist immer geil. Das Money Para. Para, para. So, Leute. Hier haben wir auch mal Leben. Hier haben wir direkt mit. In welchen Namen stöhnen die ganze Zeit? Hört ihr das? Also ist da jemand drin? Da oben steht einer. Seht ihr das direkt? Mal jetzt erstmal die scheiß Türe hier auf. Warte, genau hier. Und jetzt da. Optimal. So, jetzt räumen wir mal den Laden hier ein bisschen auf, Leute, oder? Oh mein Gott! Was geht denn hier ab? Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmequellen eines Geschäfts. Eliminiere sie, um diese Geschäfte zu schäden. Solche Sonderziele werden auf deiner Karte mit dem Symbol ihres Geschäfts markiert. Risiko und Gewinn. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über seinen Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du mit ihm in dem Geschäft zufügen kannst und deine finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf dem Plan an und wäge bei deinem Angriffsplan ein Risiko und Nutzen gegeneinander ab. Oha, Alter. Okay, muss ich aufpassen, Mann, dass ich nicht so viel Titten zeige. So, zerstöre Charles Heroin. Wie soll ich das denn zerstören? Haben wir Molotov-Cocktails? Ich glaube nicht. Aber warte mal, wie viele Wachen gibt es denn hier? So, wir haben nur diese eine Wache da oben. Und den müssen wir irgendwie töten. Nur ihn. Sonst niemanden. Weil wenn der getötet ist, dann ist optimal. Hier. Zack. Ich hoffe nicht, dass die Weiber jetzt hier ausrasten. Oh doch, die rasten aus. Dann macht die Scheiße mal schnell kaputt hier, Alter. Wie soll ich das denn hier alles kaputt machen? Ah, einfach abballern. Schieß, 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 Bruder, schieß. Mach alles kaputt hier. Ach du Scheiße, Alter. So, ganz easy. Mach kaputt. Bam, Junge. Noch was, wo ist denn noch eine Kiste? Ja, hallo. Ja, gleich kommen die wieder alle hier rein, ne? Wo ist die andere Kiste, Mann? Digga, willst du mich ver... Warte, machen wir mal das hier an. Ich hab doch jetzt so gut wie alles zerstört. Zerstöre Charles Heroin. Hab ich doch schon. Ah, vielleicht das hier auch auf dem Tisch hier. Nee, nee, nee. Eieiei, jetzt kommen die ja alle. Bam, Junge. Eieiei, wir müssen jetzt hier echt aufpassen. So, optimal. Alter, wie die schießen, ne? Das ist ja echt nicht mehr normal. Hier ist wieder Geld. So, wir haben es zerstört. Okay, wir haben es zerstört, Leute. Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwie entkommen. Befrage Charles Dealer. So, nimm mal das Geld mit. Ja, sorry, James Bond. Meint ihr so, ich gucke um die Ecke und baller. Hier, verreck. So, vielleicht haben wir auch einen Hinterausgang. Dann brauchen wir uns gar nicht so viel um die Wachen scheren. Wir gucken mal eben nach. Hier haben wir den Munitionsschrank. Der könnte was bringen. Mach den mal. Oha, da ballern welche wieder auf uns. Nimm die Waffen, nimm die Waffen. Geld ist da hinten, Leute. Das nehmen wir jetzt auch immer schön mit. Da ein Poster können wir mitnehmen. So, und jetzt müssen wir irgendwie hier rauskommen. Ich glaube, wir müssen hier durch den Haupteingang rauskommen. Die haben uns verloren. Der Schwanzlutscher, ey, Bruder, mach nicht diese, ey. Okay, also hier ist, glaube ich, alles gut verbarrikadiert. Das heißt, wir müssen durch den Vordereingang raus. Der hat mich aber noch nicht gesehen. Guck mal, der kriegt jetzt erstmal so einen Knocker von mir. In deinen Hals rein. Und da hinten denkt sich auch gerade, hä, was war das denn? Boah, Alter, nimm ich am liebsten, warte mal. Gib mal das Waffenrad auf. Ah, wir haben leider keine Pistole, Mann. So, wir schleichen jetzt einfach ganz easy raus. Nimm mal Geld mit hier. Nimm das Geld mit. Der Hurensohn kann sich nicht für immer verstecken. Okay, der Hurensohn. Warte mal, ich zeig dir mal gleich, wer der Hurensohn ist. So, der Hurensohn kommt jetzt nämlich von hinten. Und bumst dich. Hier, Alter. Der bumst dich, Alter. Was? Kleiner Pisser, ey. Soll ich die Leute abfucken, ey. So, wir haben alles geschafft, Leute.
So gut. Oha. Ja, ja, ja. Wir brauchen euch mehr, ihr kleinen Affen, Alter. So, Freunde, jetzt fahren wir mal direkt zu Charles Dillon und befragen den Nächsten hier. So, Leute, wir sind direkt da. Da ist der Typ. Guck mal, du gehst am besten wieder, solange du noch gehen kannst. So, wir müssen uns ganz langsam da... Der guckt schon so komisch, seht ihr das? Aber der denkt, er weiß, dass wir ihn befragen wollen. Warte mal, guck mal hier, ganz locker, easy. Wir kommen direkt auf ihn drauf, sofort, so. Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Töten sofort. Komm, diesmal tun wir den mal anwerben. Danken kannst du mir später. So. Was wolltest du, hä? Bam, bam. Willst du auch die Fresse? Boah, der knockt die so aus, ne? Ah, wir können auch B gedrückt halten, eine brutale Überwältigung machen. Also sollen wir noch jemanden schlagen? Ich glaube, der atmet nicht mehr. Oha, die Polizei hört sich gar nicht gut an. Schöne Polizei. Schöne Polizei, Bruder, Hintereingang. Polizei ist da. Oh nein, 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 nein. Wir müssen schnell durch den Hintereingang raus. Ja, man, wie in diesen alten Filmen halt. Immer durch den Hinterausgang. Oh nein, die Polizei, wir sind in deren Gebiet hier. Fuck, fuck, fuck. Wir müssen hier weg, Alter. Wir müssen hier weg. Ey, Junge, richtig auf der Flucht hier, ey. Shit. So, wir müssen den jetzt da hinten töten. Schnell aus diesem Gebiet hier raus. Scheiße, hier ist ein Bulle irgendwo. Wo ist der, wo ist der? Oh nein, oh fuck, der ist direkt um die Ecke. Ich krieg jetzt mal einen Knocker von mir. So. Komm, nimm den mit. Guckst den weg. Da ist ein Polizeiwagen, die kommen jetzt hier alle. Fuck, 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 die fahren hier alle vorbei. Wir müssen aufpassen. So, und jetzt schnell rüber. Schnell aus diesem Gebiet hier raus. Schnell, 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 schnell. Boah, Junge, war das knapp, Alter. Wir sind aber immer noch nicht sicher von denen. Wir sind jetzt gerade noch auf der Flucht. Okay. So, jetzt müssen wir den Typen da hinten töten, Alter. Mann, Mann, Mann. Das war gerade echt cool, diese Verfolgungsjagd. Wir sind auch schon direkt da. Wir brauchen gar nicht zu cutten, Leute. Zu kacken, habe ich gerade gesagt. Zu cutten, meine ich. Zieh dich, sonst wird dich ungemütlich. Weißt du, wie das läuft? Das Zahlen, dann spielen. Oh, shit, Alter. Kauf dir selbst was Nettes. Ja, wir riskieren jetzt einfach. Komm, wir riskieren jetzt einfach. Dich, sonst wird scheiße, scheiße, ich verkacke. So. So. Oha. Wieder in deine Fresse rein. Oh nein, wir müssen den töten, den töten. Komm. Bam. Nein, ich sehe seinen Kopf doch so ganz klein. Schnell, schnell. Digga, willst du mich verarschen, Alter? Hier in deine Fresse, Alter. Direkt Headshot auf seinen Nacken. Boah, wir haben Snipergewehr, glaube ich, aufgehoben. Schadenssumme erreicht. Ah, wir haben... Ah, ich glaube, das ist dieses... Was wir machen müssen mit dem Schaden. Das haben wir jetzt erreicht. Optimal. So, rede mit Donovan. So, jetzt haben wir die Aufgaben erledigt. Jetzt können wir wieder zu Donovan zurückgehen. Was, Motherfucker, hä? Komm her, komm her. Bam, 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 bam. Boah, die Waffe geht echt richtig ab. Die schmettert richtig rein, ey. So, jetzt gehen wir mal direkt zurück zu Donovan und reden mit ihm. Warte auf Donovan. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Also ich glaube, das ist wie beim letzten Mal so. Es gibt jedoch mehrere einzelne Ziele. Zum Beispiel, dass wir dahin gehen, den töten. Dass wir dahin gehen, den töten. Ich glaube, das ist aber immer wieder so dasselbe. Also im Prinzip. Und ich wollte ja nur die Hauptmission machen. Ich bin nicht so der Typ, auch nicht bei GTA, der da jetzt diese versteckten Nebenmissionen und so weiter macht, sondern eigentlich sich nur auf die Hauptstory fokussiert. Deshalb machen wir einfach mal annehmen. Ich habe den alten Charlie abgehört und der ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem normalerweise egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man bleibt am Leben. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Alles klar, Leute. So, wir haben jetzt direkt den nächsten Auftrag bekommen. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier ab? Das schwerste Geschütz eines Bosses ist ein Vollstrecker. Erledige ihn, damit der Boss einen Teil der Kontrolle über sein Geschäft verliert. Jeder überlebende Vollstrecker wird seinem Boss zur Hilfe eilen, wenn er zurückkommt. Okay, also müssen wir jetzt wirklich diesen Vollstrecker töten, Alter. Weil damit erst der Boss merken, was hier abgeht, Alter. So, konfrontiere, verfinger. Bosse rekrutieren. Denk dran, dass du vor kurzem die Kirche und das dortige Heroingeschäft verwanzt hast. Daher hast du nun die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht den Ertrag deines Geschäftes erhöht. Also ich bin eigentlich der Typ, der mal eigentlich sofort die Leute umbringt und nichts hier mit anlegen und sowas. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal jetzt direkt rüber, Leute. Bis gleich. So, Leute, und jetzt geht es weiter. Ich habe gerade noch schöne, leckere Pizza gegessen mit meinen Eltern. Mein Magen ist sowas von voll. Wir müssen jetzt diesen Charlie Chinkat... Kriegt der junge Mann da nicht eine Schusswaffe? Nee,
Was trage ich denn? Willst du dir nochmal genauer ansehen? Trägt der Junge mal nicht eine Schusswaffe? Geh erstmal ein bisschen squatten, ey. Ist das hier ernst, Mann? Oha. Siehst du, was der mit sich rumträgt? Ey, ist das hier ernst, mal halt die Schnauze. Aber da hinten sind zwei Wachleute. Der wird noch jemand. Okay, wir müssen irgendwie versuchen, da lang zu kommen, ohne am besten entdeckt zu werden, ey. Egal, ich versuche mein Bestes, Leute. Hat Richie gesagt, er soll Charlie das Heroin nicht anvertrauen. Oh, die, ach du Scheiße, bestanden. Wachposten, der geht auch noch jetzt hier lang. Ist Vater schuldig oder so ein Scheiß? Scheiße, Charlie ist nicht halb so viel wert wie sein Vater. Wenn der Nigger seine Fresse hier zeigt, kümmern wir uns um ihn. Und danach kümmern wir uns um Charlie. Vielleicht packen wir euch beide, ihr kleinen Fotzen. Alter. Hier, du bist der Erste und du bist der Zweite, Alter. Hier, zack. Kamst nicht mal zum Schreien, du kleiner Lappen, hä? Wir müssen jetzt schnell die andere Wachposten auch noch, den anderen Wachposten ausschalten. Der gönnt sich da erstmal was. Was hat er da gemacht? Jawohl, den können wir holen, den können wir holen, den können wir holen, den können wir holen. Schnell, schnell, schnell. Zack, locker easy. Und so schnell ist es schon abends geworden. Das geht nur bei Mafia, Leute. So, nehmen wir auf jeden Fall mal die Waffen hier mit. Und auch das Geld hier, ne? Weil das habt ihr ja gesagt, immer alles schön mitnehmen, Leute. Hier in dem Raum ist auch noch para, para. Para, para, überall para. Guck mal, wie viel wir jetzt schon haben. 6.000 Dollar. Wenn wir sterben, dann verlieren wir, glaube ich, immer so 2.000, 3.000. Also, wir nehmen bestimmt die Waffe hier, keine Schrotflinte. So, jetzt gehen wir mal langsam vor. Ach du Scheiße, guck mal, wie viele Wachen da wieder sind, ey. Egal, die holen wir uns jetzt. So. Zwei sind da drin. Und wir müssen diesen einen Typen da killen. Der ist da hinten. Der ist da ganz hinten, Leute. Die Frage ist, wie? Okay, wir müssen uns wirklich diesen Leuten hier stellen, sonst werden wir da nicht reinkommen. Es sei denn, wir kommen übers Dach wie Spider-Man. Boah, hab ich Schluck auf, Mann. So, übers Dach wie Spider-Man. Wenn das jetzt gehen sollte, das wäre so Lachkicker, Alter. Was war das? Ah, die hören das. Ach du Scheiße, die sind auf der Suche. Boah, Alter, das hat mich krass gemacht, dass die wirklich auch die einzelnen Schritte hören von mir. Auch wenn ich, obwohl ich auf dem Dach bin, ey. Ja, super. Wie soll ich denn jetzt von hier oben alle ausschalten? Egal, ich mach jetzt Spider-Man. Und da ist ein Wachposten. Ich hab hier einen, Leute. Wie, du hast hier einen? Ach du Scheiße, ich glaube, der hat die tote Wache gefunden. Und den holen wir uns jetzt da. Den hole ich mir jetzt. Schnell, 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 schnell. Zack. Wow. Der hat ja richtig gebumst. Aber vielleicht war es auch ein gutes Ablenkungsmanöver. Okay, los geht's. Weiter. Okay, ganz langsam, ganz langsam. So, das macht gerade richtig Bock. So versuchen, unentdeckt zu bleiben. Unentdeckt zu bleiben. Unentdeckt. Oh nein. Schnell, pack ihn, ja. Ja, super. Schnell, nimm ihn raus. Nimm ihn raus. Nimm ihn mit, schnell, bevor wir gesehen werden, Alter, Scheiße! Oh nein, der guckt mir gleich aus dem Fenster. Pack den schnell hier hin, schnell, schnell, schnell. Alter, Junge, war das knapp, Leute. Da kommt noch einer. Schnapp ihn hier. Oh. Scheiße. Guck mal, der mit der Waffe, guck mal, der ist ja richtig motiviert. Wohin zieht der hin da rechts, der dumm? Da. Was denkst du, Georgie, wenn er all seine Ziele überfällt? Boah, Junge, Alter, der nimmt dir einfach alles komplett auseinander, Mann. Guck mal, keiner hat ihn bemerkt. Der kam aus dem Hinterhalt, Junge. So muss es sein. Alter, hat er die einfach alle gebumst. So, jetzt geht's weiter. Sind hier noch irgendwo welche? Da hinten sind welche. Okay, boah, war das. Das war gerade richtig geil. Man könnte mir sagen, was ihr wollt, ey. Da. Need somebody to love. Habt ihr euch schon auf einen Namen geeinigt? Da ist er. Ich dachte an Thomas Lee, nach meinem Vater. Den hole ich mir jetzt. Ja, das hat Zack. Und da haben wir ihn doch direkt, hä? So. So am Ende irgendwie anders genannt. Ganz locker easy. Dazu kommt es nicht. Die Jungs passen schon auf. Der ist da drin, ne? Und sagen wir, schnappen uns erstmal den anderen Typen, der jetzt da rauskommt. Zack. So. So, mein Freund. Ich bringe meinen Arsch in Sicherheit. So, hä? Hä? Was, was, hä? Was, was, was willst du, hä? Komm, hol die Waffe. Oha. Warte, wir müssen B gedrückt halten. Y, oha. Der wehrt sich. Der wehrt sich ernsthaft, Alter. Ist doch nicht dein Ernst. So. Geh auf die Knie, Junge. Hä? Was? Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. So. Aua. So, das Anwerben eines Geschäftsbosses kann den Ertrag jedes Geschäfts erhöhen, das du übernimmst. Was machen wir, Leute? Scheiße, das scheiße, verfluchter Richie. Ich will diesen Dreck nicht erledigen. Du weißt zu viel. Hier, Alter. Sicher den von mir. Journal aktualisiert. Heroingeschäft gesichert. Leute, Heroingeschäft ist ebenfalls gesichert. Wir haben es geschafft, Alter. Letztes Mal Prostitution, heute Marihuana, Heroin. 61.000 Dollar.
Warte mal, aktuelles Einkommen. Einkommensplus. Ja, das haben die schon ein bisschen krass gemacht hier mit diesen ganzen Einkommen. Dann, wenn man den am Leben lässt, kriegt man da ein bisschen mehr Geld. Also, es ist auch sehr, sehr viel Taktik hier. Ja, komm, wir weisen das mal der Cassandra zu. Jetzt rufen wir die mal an, die kleine Bitch. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Kein Problem, Leute. So. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit dem nächsten Auftrag. So, da kommen die Männer rüber. Die sind alle von uns. Letztes Mal dachte ich, das wären vielleicht Gegner, vielleicht Leute, die dann nachkommen wollen, uns umbringen wollen. Oha, direkt dicke Ballerei hier. Aber hier ist auf jeden Fall das ganze Heroin gebunkert gewesen. Wir haben den Boss jetzt erledigt. Nennen Sie Ihren Namen bitte, fürs Protokoll. Donovan, John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Das waren Zeiten. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Und ja, Leute, mit diesen Worten verabschieden wir uns aus dem Heroingeschäft. Wir haben jetzt eine neue Aufgabe, Rede mit Cassandra, und das werden wir beim nächsten Mal machen. Heute wieder eine richtig geile Folge. Wir haben das Heroingeschäft erledigt hier. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir haben auch hier wieder eine neue Mission am Start. Dort wird es dann übermorgen weitergehen. Vergewaltigt mal wieder den Like-Button, Leute. Wir wieder die 6000 Likes sehen auf Mafia 3. Später kommt dann noch wahrscheinlich der Journey. Und ich habe gesehen, ihr feiert Call of Duty richtig krass, man. Gestern hochgeladen, heute schon 60.000 Klicks, das ist einfach abnormal. Also es muss wieder in Zukunft mehr Call of Duty kommen. Vielleicht auch mehr Battlefield. Battlefield 1 ist ja jetzt auch neu rausgekommen bei Xbox, ist Early Access. Werde ich mir vielleicht mal runterladen, übermorgen oder so, oder morgen Let's Playen. Alles klar, ich bin raus, danke für alles, haut rein und ciao!